Ich begrüße Sie zum Wochenstart Montagabend zu einer neuen Ausgabe von 04 Plus Regional und Relevant. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Unser erster Beitrag führt uns nach Naunhof in den Innenhof des Stadtgutes. Wenn man nach draußen schaut, ist es ja eigentlich Sommer, zumindest stundenweise. Man weiß es jetzt nicht so genau. Dennoch führen wir auch wieder Sommerinterviews durch. Mit diesem Format haben wir im vergangenen Jahr begonnen und haben uns gedacht, dieses auch in diesem Jahr wieder fortzusetzen und mit kommunalen Vertretern ins Gespräch zu kommen. So jetzt auch mit Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad, mit der ich mich zu gesellschaftlich relevanten Themen ausgetauscht habe. Das ist jetzt der erste Teil des Interviews, denn es gab durchaus viel zu erzählen und seien Sie gespannt. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Sommerinterview heute aus Naunhof, direkt aus Naunhof, nicht aus dem Studio. Einmal im Jahr haben wir eine andere Form des Interviews, die wir hier führen. Frau Konrad, schön, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben und sich den Fragen, die jetzt auch durchaus etwas anders sind, nicht ganz konkret zu den Naunhofer Themen, dann auch wieder stellen. Wir haben das im vergangenen Jahr schon mal geführt und wir würden gerne auch so einen kleinen Rückblick auch bringen, wie sich das alles so entwickelt hat. Und wir fangen so mit dem politischen Bereich an. Wir leben in einer gesellschaftlich sehr aufgewühlten Zeit. In der vergangenen Sprechstunde haben wir bereits über die Wahlergebnisse und die Allgemeintendenz gesprochen. Hat sich denn Ihr Schock, wie Sie es da genannt haben, dahingehend wieder gelegt oder eher vertieft? Tja, es ist tatsächlich schwierig, die Frage so einfach zu beantworten. Natürlich, ja, ich weiß nicht, ob Schock die richtige Formulierung ist, die ich dafür verwenden würde, aber natürlich arbeitet das Ergebnis in mir. Das Ergebnis hat zumindest ausgelöst, dass ich darüber nachgedacht habe und nachdenke, warum die Wähler auch insbesondere auf kommunaler Ebene ihre Wahlentscheidung doch mit diesem sehr klaren Ergebnis getroffen haben. Und was das für uns eigentlich für das politische Handeln der Stadt bedeutet. Das ist ein Wahlergebnis, wo, wenn man sich mit den Bürgern unterhält, mir oftmals gespiegelt wird, ja, das ist eine Protestwahl, die richtet sich insbesondere an unsere Bundesregierung. Das hat gar nichts mit Ihnen zu tun und bitte nehmen Sie das gar nicht persönlich. Aber letztendlich hat es ja doch genau was auch mit den kommunalen Vorhaben ja dann zu tun. Das ist, und genauso sehe ich das. Ich beziehe das durchaus auf uns, auf unser Handeln als Stadt und natürlich auch auf das Handeln ganz konkret auf mich als Bürgermeisterin. Und denke nicht, dass das ausschließlich Protestwahlen waren, sondern vermeintlich, und das ist sicherlich auch spürbar, scheint es auch eine Unzufriedenheit der Bevölkerung hier direkt vor Ort in der Stadt und in den Ortsteilen zu geben. Und es macht mich sehr betroffen, dass man dieses Gefühl eigentlich gar nicht spürbar wahrnimmt und dass man schon versucht, die Themen aufzuarbeiten der letzten Jahre, die Sachverhalte engagiert anzupacken und nicht nur kurz-, mittel-, sondern auch langfristig stadtpolitisch hier Planungen anzustreben. Und das hat schon zumindest das Ergebnis dafür gesorgt, mal einen kurzen Stopp zu machen. Im Monopoly würde man sagen, man geht zurück auf los. Sich selber zu reflektieren. Und ich glaube ganz ehrlich, das fehlt insbesondere auf den übergeordneten politischen Ebenen. Dort findet in meinen Augen diese Reflexion eben nicht mehr statt. Und auch das ist mir gespiegelt worden. Dort wäre es wünschenswert, wenn die politischen Verantwortungsträger die Gedanken hegen, die ich habe, und dass daraus ein ganz konkreter Maßnahmeplan und jetzt ein ganz konkretes, ziemlich schnelles und kurzfristiges Handeln resultiert. Gut, das mag so sein oder mag eben nicht so sein, das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich kann in dem Kreis nur wirken, der, wofür ich die Verantwortung trage, und möchte die Verantwortung ernst nehmen, mein Amt ernst nehmen. Und deswegen halte ich es nicht für korrekt, darüber hinwegzusteigen, zu sagen, okay, das ist jetzt so, dann akzeptieren wir das so und machen weiter wie bisher. Das wird nicht funktionieren, und mit Blick auf die Wahlen, Landtagswahlen im Herbst diesen Jahres, ist jetzt umso mehr die Sorge, beziehungsweise umso mehr die Befürchtung,
da, dass sich auch dort ganz unmittelbar für die Kommunen etwas extrem verändern wird. Wir haben in dem vergangenen Sommerinterview die politische Situation angesprochen und da meinten Sie, die politische Grundstimmung sei sehr gespalten, angereichert mit Frust, Aggression und Politikverdrossenheit. Das scheint sich ja jetzt auch fortgesetzt zu haben, ein Jahr später. Wo kann man denn da konkret ansetzen, weil Sie auch gesagt haben, Themen aufarbeiten, um die Politik vor Ort auch wieder glaubwürdiger zu machen? Also ich glaube, das hat sich nicht nur fortgesetzt, sondern das hat sich noch mehr manifestiert. Und ich nehme im Moment wahr, dass eigentlich egal auf welcher Ebene und mit welcher Verantwortung, egal welche Projekte in welchem Rahmen angestoßen werden und auch egal unter welchen Formaten, es derzeit zu keinem Umdenken und zu keinem erfolgreicheren Ergebnis führt. Und anknüpfend an Ihre erste Frage, ist das eigentlich, ja, umso macht es die Ausgangssituation für mich selber oder für die Verantwortungsträger natürlich noch schwieriger, weil sie jetzt umso präziser sein müssen in meinen Augen als Bürgermeister. Man muss umso verbindlicher sein in seinen Aussagen und viel, viel mehr noch erklären und sein Handeln transparent machen. Da haben Sie ja jetzt auch angefangen. Wie genau setzen Sie das um? Also angefangen ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber Sie gehen dort jetzt auch noch mal anders vor. Ja, was heißt angefangen? Das Thema Transparenz und Dialog, Beteiligungsformate, das ist ja etwas, was mir sehr wichtig ist für die gesamte Stadtpolitik und für das gesamte Stadtgeschehen und die gesamte Stadtgemeinschaft. Jetzt möchte ich sagen, das machen wir, seitdem ich im Amt bin, weil das wirklich ganz hohe Priorität und einen hohen Stellenwert bei uns hat. Aber es ist immer noch ausbaufähig. Es gibt immer noch Diskussionspotenzial. Genau, es ist, ja, was heißt Diskussionskultur? Dazu muss man ja erstmal die Formate annehmen, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das, dort sehe ich ja zum Beispiel schon ein ganz großes Problem, dass viele Menschen die Formate, die geboten werden, ja gar nicht mehr annehmen, weil das Frustrationslevel und die Resignation so hoch ist, dass da überhaupt gar kein Interesse mehr besteht. Und es muss uns gelingen, und dafür sind wir nun mal auch in Amt und Würden, wie man so schön sagt, das wiederherzustellen. Das haben wir auch auf der lokalen Ebene in der Hand, jeder für seinen eigenen Wirkungskreis. Und also beispielhaft, ich gehe davon aus, das meinen Sie oder sprechen Sie an, sind wir jetzt dazu übergegangen und insbesondere auch in unserem Amtsblatt noch mit viel einfacherer Sprache im Text, weg von dem Behörden, von der Behördensprache im Text die Themen zu erklären, die Themen klarzustellen, zu informieren, aber auch einleitend gleich zu Beginn des Amtsblattes den Mitarbeitern mit ganz aktuellen Themen eine Stimme zu geben, um auch zu zeigen, Mensch, hinter Frau Konrad steht ja ein gesamter Verwaltungsapparat, ein Rathaus mit vielen Verantwortungsträgern, mit vielen Aufgaben und aktuellen Projekten. Und um einfach auch zu zeigen, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie ein Anliegen haben, was Sie wirklich beschäftigt oder Ideen haben, dann bitte besprechen Sie das doch nicht abends am Küchentisch, sondern darüber hinaus suchen Sie den Weg, finden Sie den Weg zur Stadtverwaltung, dass wir erklären können, dass wir Themenzusammenhänge, auch wenn sie manchmal sehr komplex und für den Außenstehenden vermeintlich sehr langatmig sind, auch klarstellen können und dass man wegkommt von dieser Verallgemeinerung. Ne? Also ich glaube, Sie können die Bürgermeister fragen, die wenigsten fühlen sich als klassische Politiker. Das ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe, Politik zu machen. Sondern vielmehr ist es unsere Aufgabe, zum Wohle der Stadtgemeinschaft die Themen voranzubringen und hier Maßnahmen zu entwickeln, gemeinsam mit der Bevölkerung. Und um am Ende natürlich Ziele zu erreichen, die Stadt auch zukunftsfähig macht. Das ist ja unser Ziel und insbesondere mein Ziel. Und deswegen ist das gar nicht so einfach, dort ganz konkrete Maßnahmen jetzt herabzuleiten. Neben den einzelnen Plattformen, die jetzt wir nochmal noch intensiver bespielen werden, auch unsere Social-Media-Kanäle, tagaktuelle Informationen herausgeben,
überlegen wir auch ganz konkret in der Stadtverwaltung, das Thema WhatsApp noch mit einzubinden, also eine WhatsApp-Gruppe für interessierte Bürger aufzumachen, wo man einfach gar nicht die Gruppenfunktion als solche nutzt, um in den Dialog zu treten, sondern um einfach zu informieren. Als Informationskanal, genau. Als Informationskanal, tagaktuell, aktuelle Straßensperrung, aktuell ist in der Straße das Wasser ausgefallen, Stromstörung, kurzfristige Änderungen der Öffnungszeiten, ganz oftmals Kleinigkeiten, die aber den einzelnen Bürger, wenn er denn dann ein Anliegen an die Stadt hat, in dem Moment für ihn doch sehr präsent und sehr interessant sind. Das ist zum Beispiel ein Format, über das denken wir ganz konkret nach. Genauso denken wir jetzt darüber nach, insbesondere die Aufgabe liegt bei mir. Ich möchte gerne nach dem Sommer mit den Menschen noch mehr ins Gespräch kommen. Ich versuche tatsächlich zu jeder Veranstaltung, zu jeder Einladung auch zu gehen bei uns in der Stadt und in den Ortsteilen, insbesondere auch, um die Nahbarkeit zum Bürger herzustellen und um auch eine Plattform zu bieten, ganz niederschwellig ins Gespräch zu kommen. Was Sie aber bisher auch schon getan haben. Genau. Und das möchte ich, also das scheint ja nicht zu reichen. Es scheint zumindest nicht zu reichen, ohne dass man eine gefühlte Barriere, die es möglicherweise auf kommunaler Ebene gibt, und das kann ich eben für mich noch nicht beantworten, ob das so ist oder ob das nur eine Annahme von mir ist, diese abzubauen. Und da ist es ganz konkret angedacht, dass ich einfach auch mit einem Teil der Mitarbeiter an ganz niederschwellig, ganz einfach an Orten in unserer Stadt und in den Ortsteilen präsent sein möchte, zu bestimmten Tageszeiten, wo die Bürger einen sowieso Weg haben, also zur Sparkasse müssen, und wo man dann dort ins Gespräch kommen kann und eben die Fragen beantworten kann, die die Menschen hier umtreiben, insofern ich das kann, weil ich davon Kenntnis habe. Ansonsten kann man zumindest vermittelnde Informationen geben und auch Themen aufklären, Verhalte dass das ja auch aufklären. Eher, genau, dass das kommunale Themen sind, die jetzt nichts mit der Bundespolitik zu tun absolut, haben. Absolut, absolut. Aber und das muss man ja auch ganz klar sagen, das stelle ich immer wieder fest, durch die Vorbildwirkung der Politiker auf Bundes- und Landesebene wird eben eine Verallgemeinerung für alle Menschen in öffentlichen Ämtern getroffen. Und wenn der Einzelne eben seine Friseurrechnung nicht bezahlt oder mit Hilfe von seinen Diäten bezahlt, dann ist das ja klar, dass das auch Frau Konrad so macht. Natürlich. Und wenn der Einzelne auch ja. andere Rechnungen nicht bezahlt oder, also das fängt ja mit so banalen Themen an, dass es Menschen gibt, die nach wie vor denken, dass ich einen Chauffeur habe, der mich zu meinen dienstlichen Terminen innerhalb und außerhalb der Stadt fährt. Und man dann die Kontroversen feststellt, wenn der Einzelne sagt, okay, aber Sie sind jetzt beim Termin mit dem Fahrrad. Das ist eigentlich verrückt, aber es ist verrückt, aber bedarf noch viel Aufklärung. Bilder sind in den Köpfen der Menschen und das kann ja. man ihnen nicht verübeln, weil es uns auch weitergetragen durch die Medien, diese Bilder, und da reicht ja schon zum Teil ein Fehlverhalten von einem Berufspolitiker, auf alle ausstrahlen. Und damit ist auch, und das haben wir, nehme ich als ganz großes Problem wahr, dieses gefühlte nicht mehr der Basis zuhören, das sagen ja auch ganz viele Menschen, die wissen doch gar nicht, was an der Basis los ist, die wissen doch gar nicht, was die Bevölkerung denkt. Das ist tatsächlich so, auch weil auch wir als Bürgermeister das Gefühl teilen. Wir werden nicht gehört, wir werden da nicht gefragt. Und wenn dann nur ganz punktuell, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das, was wir erwidern und das, was wir für Ideen haben, auf der Ebene tatsächlich auch mit einfließt. Oder ob das nur ein formaler Gedanke ist, ach so, die Kommunen müssten wir ja auch noch beteiligen, sind ja schließlich diejenigen, die es ganz am Ende der Kette ja dann ausführen müssen. Und das ist ein echtes Problem. Und damit haben die Menschen das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Es gibt keine Verbindlichkeiten mehr. Und wenn wir nicht anfangen, über unsere Worte hinaus Taten folgen zu lassen, und das kann ja nur jeder konkret für sich selber, dann wird das Misstrauen und die Frustration noch viel schlimmer werden. An der Basis kann man auf jeden Fall ansetzen, um auch das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Und aktuell sind wir ja so in den Endzügen, oder die Fußball-Europameisterschaft wirkt ja noch nach.
was auch einige von diesen politischen kontroversen Themen auch ablenkt. Haben Sie Fußball geschaut? Ja, natürlich. Natürlich, das klingt gut. Inwiefern können denn solche Ereignisse auch zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen? Naja, das ist immer wieder erstaunlich. Da ist ja, das ist ja Sport im Allgemeinen ein großes Phänomen und Fußball ja bei uns in Deutschland ganz besonders. Dort geht das urplötzlich, dort kann man, wenn man doch sehr kontrovers ansonsten in seinen Meinungen ist, urplötzlich nebeneinander im Stadion sitzen und den anderen so akzeptieren, wie er ist, auch egal, was er denkt und was er für Ansichten hat. Fußball durchbricht da alle Grenzen. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und das hat ja die EM mal wieder deutlich gezeigt, ob nun konkret bei den Spielen oder auch in den Fanzonen, wo es uns auch gelingt, auch Teilnehmer an der EM von außen in Deutschland begrüßen zu können, ohne dass das Thema Neid aufkommt, ohne dass das Thema Willkommenskultur irgendeine Rolle spielt, sondern das war selbstverständlich. Und wir sind Ausrichter, was total Grandioses für dieses Land, dass uns diese Möglichkeit gegeben wird. Und plötzlich spielen Dinge, über die man vorher hätte gesprochen oder Vorbehalte vorgebracht, das ist gar nicht thematisiert worden, weil es das gar nicht gab. Und das ist sehr bewundernswert. Das ist beim Fußball tatsächlich, stellt man das fest, das stellt man auch bei unserem Fußballvereinen hier im Ort fest, da kommen Menschen zusammen und die eint der Sport, die eint das Interesse für den Sport. Dann kommen hunderte Zuschauer in unsere Klade zum Zuschauen von unseren Fußballspielen. Und das ist ein Gemeinschaftsgedanke. Diese Kunst, die müsste man ansonsten ja auch versuchen, ne, in die allgemeine Bevölkerung, in die Stadtgemeinschaft zu bringen. Aber dazu hat tatsächlich die Politik viel zu viel kaputt gemacht. Und beim Fußball ist es abrechenbar. Beim Fußball zählt das Ergebnis. Beim Fußball herrschen klare Regeln. Und es gibt klare Konsequenzen, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird. Ein bestes Beispiel für die Politik, woran man sich dann ein Beispiel nehmen könnte. Und das vermisse ich tatsächlich. Ja. Sommerzeit ist ja auch Ferienzeit. Wir haben im vergangenen Jahr auch über die touristischen Highlights in Nauenhof gesprochen. Jetzt gehen vor allem die Entwicklungen im Bereich der Wanderwege voran. Was ist da aktuell in Planung? Ja, das ist ein Projekt, das zieht sich über alle Gemeinden des Partnerlandes. Das ist schon seit ein paar Jahren bei uns auf der Maßnahmenliste in der Umsetzung. Wir möchten gerne auch Wege verbinden, die Kommunen miteinander, nicht nur die Partner als solche, sondern tatsächlich logischerweise, da ja die Gemeindegrenzen aneinander liegen im Partnerland, verbinden uns auch Wege um die Seen in den Wäldern. Und die möchten wir gerne ordentlich ausschildern. Wir möchten ein ordentliches Leitsystem dort auf den Weg bringen, dass also Besucher, die auch ortsfremd zu uns kommen, dass sie eben nicht nur in der einzelnen Gemeinde bleiben und nicht nur in Nauenhof bleiben, sondern den touristischen Mehrwert unserer Region, unseres Partnerlandes erkennen und das auch wirklich wahrnehmen und dann natürlich auch durch die anderen Gemeinden laufen, fahren mit dem Fahrrad und dort die touristischen Highlights auch wahrnehmen. Und das ist jetzt ein Projekt, was wir in die konkrete Umsetzung bringen wollen. Jetzt sind wir konkret bei der Planung, bei den Planungsaufträgen und dann wird das sukzessive in den nächsten Jahren auch ganz konkret mit, wie gesagt, zum Beispiel ein Beschilderungssystem, geht ja auch damit der Frage einher, wo fehlen noch Fahrradunterstellplätze, Bänke, Mülleimer, also all das gehört ja zu einem guten Wanderwegekonzept, zu einem guten Leitsystem, was für touristische Besucher, aber natürlich auch für die einheimische Bevölkerung wichtig ist und sehr interessant ist. Bänke und Mülleimer haben wir hier im Innenhof des Stadtgutes ja sehr gut vorhanden auch. Wir sind fast direkt neben dem Rathaus. Inwiefern kehrt denn jetzt in der Sommerzeit auch Ruhe im Rathaus ein oder eher nicht, weil jetzt der Haushalt beschlossen ist? Natürlich nicht. Also ich kann mich an die Zeit vor meinem Amt erinnern oder zu Beginn meines Amtes, dann haben mir die erfahrenen Amtskollegen gesagt, es wird auch sowas wie Sommerloch geben. Mm, ja. Ich bin jetzt 4 Jahre im Amt. Gut, ich habe tatsächlich gefühlt jede Krise mitgenommen, die es seit jeher gibt, von Corona angefangen. Zum Ukraine-Krieg. Genau, zu dem Thema finanzwirtschaftliche Schwächung der Kommunen, also wirklich alles. Und
ich muss sagen, rückblickend, es gab bei mir zumindest kein Sommerloch und gibt bei mir kein Sommerloch. Und genauso trifft das auf die Mitarbeiter des Rathauses zu. Es gibt immer einen großen Andrang, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt vor den Sommerferien, diejenigen, die noch ihre Reisepässe verlängern müssen, neue Personalausweise brauchen. Das ist ja so das Urlaubsthema in Vorbereitung schlechthin. Aber viele nutzen eben auch diese Zeit, wo sie selber Urlaub haben, dann die typischen Behördengänge zu erledigen. Und das merken wir natürlich auch. Und ja, also ich würde sagen, das reguläre Dienstgeschäft ist nach wie vor ein Thema. Es ist nicht ruhiger geworden, sondern es ist wie immer. Wechselhaft aufregend wie das Wetter aktuell im Sommer. Absolut. Auch gerade vor 10 Minuten noch Regen hier. Jetzt sitzen wir im Sonnenschein. Herrlich. Ja. Bei der Grünstadt Naunhof standen wir beim letzten Sommerinterview inmitten in den Entwicklungen. Wie blicken Sie denn dort genau auf das vergangene Jahr? Da hat sich ja wirklich einiges auch getan. Ja, das stimmt. Also die Grünstadt. Ich habe jetzt bei Menschen getroffen, die haben gesagt, Frau Konrad, vor 20 Jahren war die Planung schon klar. Okay. Und es hat eigentlich keiner mehr dran geglaubt, dass das, was in den Bebauungsplänen, muss man ja mittlerweile sagen, gibt es ja die 5. Änderung, in den Bebauungsplänen definiert worden ist, dass das jemals zum Tragen kommt. Das ist gefühlt bei ganz vielen Projekten so. Ich darf das ausbaden, wo die Weichen also vorher gestellt worden sind. Scheinbar wird da jetzt sehr viel auch gut umgesetzt. Das tatsächlich ein sehr positives Beispiel ist. Das muss man sagen. Dort ist der erste Bauabschnitt der Grünstadt mittlerweile komplett belegt. Die Familien sind eingezogen. Die Außenanlagen stehen. Also man kann jetzt vom Wohnen sprechen, vom glücklichen Wohnen in der Grünstadt. Der zweite Bauabschnitt ist ja der Bauabschnitt, wo die Mehrfamilienhäuser entstehen werden. Und auch dort ist es so, dass wir in der Umsetzung ganz konkret sind, also nicht wir, der Investor, der also die Mehrfamilienhäuser bauen wird. Und es ist geplant, dass der also in diesem Jahr noch die Bauanträge stellen möchte und dass dort dann nächstes Jahr die Mehrfamilienhäuser entstehen. Und dann sind das in der Summe plus dem dritten Bauabschnitt, der vereinzelt ja noch Einfamilienhäuser wieder vorsieht, bis auf vereinzelte Grundstücke alle verkauft. Alle Gebäude, alle Planungen entstehen trotz dieser Krisenzeit, in der wir uns befinden, ne, was Baupreisexplosion, Kreditfähigkeit, Zinsentwicklung etc. angeht. Und dann hat die Stadt ziemlich viele Einwohner mehr, um nicht genau zu sagen, also ca. 1000 Einwohner, die dann auf der anderen Seite der Bahn in dem neuen Wohngebiet sozusagen wohnhaft werden. Was man auch infrastrukturell aber gut abdecken muss in der gesamten Stadt. Richtig, das ist dann sozusagen neben dem Segen der Fluch. Das spiegelt sich natürlich in unserer Infrastrukturentwicklung, die ja darauf bis dato gar nicht ausgelegt war. Erst in den letzten Jahren haben wir die Weichen dafür gestellt, zum Beispiel mit dem Turnhallenneubau, der jetzt ansteht, der Umbau der Mensa, der dritte Bauabschnitt Gymnasium, der dieses Jahr fertiggestellt wird, das altersgerechte Wohnen, wo schon die erste Bürgerin in den letzten Tagen eingezogen ist. Und das sind alles Projekte, die natürlich genauso der Ausbau der Großsteinberger Straße, also auch das Thema Verkehrsinfrastruktur, Verkehrskonzept ist ein Thema. Und das hört auch nicht auf. Also das ist auch ein Thema, das fällt mir in den Gesprächen mit den Menschen auf. Naja, Frau Konrad, das ist ja jetzt erledigt. Dann können Sie sich ja jetzt einem neuen Thema widmen. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Das ist alles miteinander verbunden. Das ist miteinander verbunden. Und wenn die Großsteinberger Straße gebaut worden ist, muss dann die Bahnhofstraße, die Leipziger Straße im Ausbau folgen als Hauptverkehrsachse der Stadt. Und auch mit dem ein Projekt des altersgerechten Wohnen haben wir den Bedarf bei weitem nicht gedeckt, den es in der Stadt gibt. Und auch mit dem Neubau der Turnhalle an der Grundschule. Deswegen haben wir doch trotzdem Rückstau in unseren anderen Einrichtungen, die es zu bewältigen gilt und an denen wir auch ganz aktiv weiterarbeiten müssen. Also es kommt de facto nicht zum Stillstand. Das Einzige, was uns zum Stillstand zwingt und bringt, ist die desaströse Finanzsituation, die wirklich aber alle Kommunen hier eint. Und hier muss etwas ganz Grundsätzliches passieren. Ansonsten steuern wir ganz gezielt auf einen finanziellen Kollaps zu.
Dennoch versuchen die Akteure der Stadt ja trotzdem auch positive Zeichen zu setzen. Jetzt wird zum Beispiel in der Grünstadt auch das erste Naunhofer Seenfest gefeiert. Ja. Auch entstanden durch die positiven Entwicklungen dort vor Ort. Wie blicken Sie dahingehend in die Zukunft? Ja, sehr positiv. Das Seenfest ist tatsächlich auf der Initiative der Grünstadtbewohner entstanden. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wird das am 17. August stattfinden. Und mich freut es auch, dass im Zusammenhang mit dem Seenfest, also die Wochen zuvor, Graffiti-Workshops angeboten werden unter professioneller Anleitung, wo die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt das Eingangstor der Stadt gestalten. Das ist ja die Mauer entlang der Straße des 9. November, die ja jetzt sehr unschön beschmiert ist mit diversen Graffitis. Und ja, ich bin da immer sehr betroffen und sehr bedrückt, wenn ich aus der Stadt rausfahre oder in die Stadt reinfahre. Und das ist ja nun mal nachweislich auch durch Verkehrsbefragung eine der wesentlichen Verkehrsachsen in Naunhof, wo wir feststellen, das ist ein absolut unschönes Stadtbild, was sich hier allen bietet. Und ich finde das total klasse und freue mich auf die Ergebnisse der Workshops, ja. Wenn diese unendlich Riesenmauer kreativ gestaltet ist und wenn das Ganze sozusagen in einem Seenfest den krönenden Abschluss findet, was ausgestattet wird durch Vereine, durch die Feuerwehr, durch das THW, durch ortsansässige Unternehmen. Also wo auch der Gedanke, den wir vorhin bei der EM hatten, wieder aufgegriffen wird, das Ziel erkannt ist, die Aufgabe erkannt ist und Vorteile für die gesamte Stadt im Vordergrund stehen. Das ist schön und von solchen Projekten, von solchen Veranstaltungen müsste es noch viel, viel mehr geben. Und das Besondere daran ist ja nicht, dass es ein aufgesetztes Format der Stadt ist, sondern dass es aus der Mitte der Bevölkerung herauskommt. Und das müssen wir unterstützen und weiter ausbauen, egal im Übrigen, wie unsere finanzielle Situation ist, weil nur so schafft man Vertrauen und nur so entstehen ganz konkrete Projekte. Dieses Interview war Teil 1 des Sommerinterviews. Das werden wir morgen fortsetzen, denn es gibt durchaus viel zu erzählen und viele Themen, zu denen man sich über unsere Gesellschaft, Politik und den Diskurs austauschen kann. Bleiben Sie also auch morgen gespannt und schalten Sie wieder ein zu einer neuen Ausgabe von 04+.